Hallo, meine lieben Zuhörer und willkommen zu einem neuen Podcast. The Old World. Als diese wundervolle 9. Warhammer Fantasy Edition am 20. Januar im Jahre 2024 herauskam, waren wir alle wie aus dem Häuschen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich im Laden stand, im Games Workshop in Wiesbaden, da erreichte uns alle, während wir die Boxen, Bücher gekauft haben, erreicht uns die Nachricht, dass die Orks und Goblins bald ihre tolle Streitmachtsbox bekommen werden. Und natürlich waren wir da alle wirklich, ja, wir waren aus dem Häuschen. Ja, bei Betrachtung der Streitmachtsbox, da fiel mir auf, dass ja tatsächlich die normalen, gemeinen Goblins wiederkommen. Also die Figuren, die mit als erstes aus dem Programm genommen worden sind. Und auch die ganz normalen Ork-Krieger, die Streitwagen, kommen alle wieder. Also das ist natürlich schon, wie gesagt, ein Zuckerlecken. Und ich bin mal gespannt, wann die Ersten ihre Boxen in der Hand haben werden. Ja, ich kann natürlich allen Ork- und Goblin-Spielern und die, die es werden wollen, natürlich nur gratulieren zu einer richtig so geilen Box, weil ich die auch geil finde, weil sie einfach grün sind und immer Gewinn tun. Ja, ihr merkt schon, ich habe eine Menge Spaß bei den Grünhäuten und das war schon immer so, das ist schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Der eine oder andere von euch, der momentan noch seine Grünhäute im Schrank, in der Vitrine, im Karton, im Koffer hat, hier jetzt mal der Aufruf, packt das Zeug aus, stellt es vor euch auf und baut. Baut euch eine schöne kleine Armee zusammen, packt sie auf die richtigen Böden, / holt euch Adapter, nutzt die Chance für euch, um mit den Kenntnissen, die ihr von damals habt und jetzt sozusagen neu motiviert einzusteigen. Es gibt auf der Welt viele tausend andere Jungs und Mädels wie euch. Ja? Und auch die Neueinsteiger unter euch, die jetzt zu Warhammer The Old World gekommen sind, willkommen bei den Grünhäuten, bei der Grünholz. Ich muss sagen, meine Begeisterung kann ich hier an dieser Stelle, wie ihr ja merkt, kaum zurückhalten, weil ich mich wahnsinnig freue, endlich wieder auf diese schönen Figuren zurückgreifen zu können. Ja, in dieser Box sehen wir Orks, wir sind alle Ork-Krieger, wir sehen die Goblins, wir sehen Streitwagen, aber wir sehen auch in dem Buch Kriegerische Horden sehen wir auf der Seite der Grünhäute auch die Snotlinge werden wiederkommen. Diese schönen kleinen knubbeligen Nervbacken. Wir sehen Trolle, die wieder zurückkehren. Es wird wieder eine Fülle an wunderschönen Figuren auf uns zukommen. Ja, ich würde mal gerade im Einzelnen mal darauf eingehen und zwar auf meine Bestrebungen nach meinem Hochelfenprojekt endlich mit meinem Goblin-Projekt zu starten. Ja, ganz einfache, gemeine Goblins werden von mir gebaut und bemalt und da ich ja schon ein bisschen Grünhautgelände habe, werde ich das noch um ein oder zwei Geländestücke erweitern. Aber jetzt mal so zum Einzelnen. Ich werde eine reine Goblin-Armee machen. Also genau das, was auch manch andere vorhaben, weil ich liebe diese kleinen, gemeinen, feigen, hinterhältigen nicht so ganz mutigen Kerlchen. Ich werde, denke ich mal, das Ganze rund um das Thema Wolfsreiter, Wolfsstreitwagen machen und natürlich auch schöne dicke Blöcke von Goblin-Speerträgern, aber auch Bogenschützens
oder Spickarts machen. Und man taucht praktisch ein in die Welt dieser kleinen Grünlinge. Und ich liebe ja Themenarmeen. Und gerade die Goblins, die schreien ja förmlich danach. Ich habe natürlich im Auge so ein bisschen die Invasion von Grom dem Fettsack, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da ich ja meine Hochelfen in dem Sinne parallel dazu baue und auch Gelände mache, passt das natürlich, ne? Weil wir kennen ja, also die meisten von euch, die werden noch die Warhammer Fantasy 4. Edition kennen. Für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, die ganz neu dabei sind, es gab vor langer Zeit, also vor dem Jahr 2000, gab es, ich glaube, das war so das Jahr 1990, 92 rum, da gab es eine Box, die war angefüllt mit Hochelfen und mit Goblins. Und anhand dessen, weil diese Box, fand ich, somit eine der mystischsten überhaupt war, fokussiere ich mich da drauf. Also ich habe jetzt so ein bisschen die Tendenz dazu zu sagen, gut, wenn meine Hochelfen fertig gebaut sind und ich am Gelände bauen, basteln bin für die Hochelfen, werde ich mir nebenbei auch ein paar Gedanken machen über die Grünhäute, beziehungsweise über die Goblins. Natürlich werde ich gucken, dass ich die Goblins so ein bisschen anführen lassen werde von einem Goblin-Wag-Boss natürlich. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich ihn zu Fuß gehen lasse oder ob ich ihn auf einen Wolf setze. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Jedenfalls ist es so, dass mein Sniblet, so nenne ich ihn, Sniblet, der Wag-Boss, seine Goblin-Armee sammelt, um damit gerade gegen die gegen die Spitzohrens vorzugehen und ja meine ganz eigene Hintergrundgeschichte noch ja, entwickeln werde. Also das wird irgendwann noch kommen, aber ich habe im Großen und Ganzen vor, eine schöne Fluff-Armee der Grünhäute zu machen. Ob ich dabei Orks einsetzen werde, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich werde Folgendes machen, da ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es die Goblin-Streitwagen wieder geben wird, bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich die Ork-Wildschwein-Streitwagen nehmen werde, da die Wildschweine und die Ork-Krieger runterschubsen tue und dann einfach mit Goblins besetze. Das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen schön umbauen und daraus dann wirklich schöne Wolfsstreitwagen zu machen. Auch werden bei mir wieder Speerschleudarts dazukommen und Dinge, die Felsen werfen. Also Steinschleudars. Und Trolle werden kommen. Ganz viele. Ja, genau. Also man merkt mir meinen Enthusiasmus an. Ich habe im Laufe der Zeit ja mir eine schöne Grünhautarmee in der Vergangenheit zusammengesammelt und bin der festen Überzeugung, dass ich auch für The Old World jetzt die Möglichkeit habe, eine wunderschöne kleine Goblin-Armee mir aufzubauen. Die Idee ist irgendwo zwischen 750 und 1000 Punkte vielleicht. Ich weiß, es sind eine Menge Goblins, die es da zu bemalen gibt. Aber ich werde auch so ein bisschen daran denken, vielleicht noch einen Riesen reinzunehmen. Also es werden nicht ganz so viele Goblins. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich die Goblins nicht 7 breit und sagen wir mal 4 tief machen werde. Also so 28er Goblin-Regimenter kann ich mir schon vorstellen. Oder vielleicht sogar 35er Blöcke. Das kann schon, denke ich mal, im Bereich des Möglichen liegen, weil wohlgemerkt, sie können halt nichts, ja. Sie sind klein, sie haben kaum Rüstung, also gut, die Goblins schon, sie haben leichte Rüstung und Schild. Sicher, sie haben die fiesen Schlitzers, also ich weiß gar nicht, ob sie die überhaupt noch haben. Ich müsste gerade mal gucken. Mir fällt gerade auf,
Rotzling-Mobs. Die heißen jetzt nicht mehr Snotlinge, die heißen Rotzlinge. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, aber gut. Fiese Schlitzer, jawohl, lauernde Bedrohung. Haha, sehr schön. Also die fiesen Schlitzer gibt's wieder. Reguläre Infanterie. Fiese Schlitzer werden zu Spielbeginn nicht auf dem Schlachtfeld aufgestellt. Welche Goblin-Mobs? Ah, okay. Also, sie sind wieder in den Einheiten enthalten. Sehr gut. Und die Rotzlinge. Was ist denn das für eine Neuerung? Rotzlinge, Snotlinge. Keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollten. Aber egal. Jedenfalls, diese kleinen Snotlinge werden bei mir auch in die Armee kommen. Es wird vor allem werden es viele sein. Und Trolle. Viele Trolle werden es sein. Ja, also ihr merkt schon, die Möglichkeiten, sich eine schöne Grünhautarmee zu schnitzen, zu basteln, zusammenzutackern, ist allzeit gegeben. Wohlgemerkt, ich habe mir das Ganze jetzt noch nicht genauer angeguckt. Ich plaudere jetzt einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen quer aus der Hüfte. Und ich sehe diese Armee schon so ein bisschen vor mir und alles baut sich rum um diesen Snipplet. Und ich werde selbstverständlich auch einen Armeestandartenträger reinnehmen. Das braucht man gerade bei diesen kleinen, fiesen Kerlen. Und es wird ein Höllenspaß. Das weiß ich jetzt schon. wie sieht denn das so bei euch aus? Ich meine, diejenigen von euch, die eine Grünhautarmee zu Hause haben. Mal Hand aufs Herz. Wie groß ist eure Armee? Wobei ich voraussetze, dass sie komplett bemalt ist und alle auch Sammelböden haben. Wie sieht das aus? Wollt ihr eure Armee vergrößern? Wollt ihr eure Armee eigentlich nur auf andere Böden machen, also auf The Old World Böden, oder bleibt ihr bei der 8. Edition? Das sind so Fragen, die halt jedem von uns so ein bisschen im Kopf herumschwirren, aber da es ja bekanntlich schon jetzt die ersten kleinen Testspiele gibt, gehe ich mal schwer davon aus, dass viele von euch sich jetzt auch dran setzen werden und die Möglichkeit nutzen zu sagen, so, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt mal schöne neue Sammelböden, ja, und schnibbelt mir jetzt ein paar Figuren runter für The Old World. Am besten natürlich Figuren, die ihr vielleicht sogar generell noch ein bisschen verschönern wollt, ne? Also vielleicht die ein oder andere Einheit, dass die vielleicht noch ein paar Highlights bekommen oder endlich mal diese drei Figuren, die da dauernd irgendwie kaputt im Regiment standen, dass die endlich mal zum einen ihre Reparatur bekommen und zum anderen mal ihren neuen Anstrich. Also nutzt die Chance und gebt den Grünhauten das, was sie am besten können, und zwar ordentlich Farbe und natürlich auch dann die Möglichkeit, ordentlich zu moschen. Ja, gut, also meine Tendenz für die Grünhäute, die wir in, denke ich mal, absehbarer Zeit, ist glaube ich jetzt im Februar bekommen werden, wird sich wahrscheinlich auf so eine allgemeine Truppe konzentrieren. Also von allem so ein bisschen was, also Orkkrieger, Goblinkrieger, Snotlinge, Trolle, Riesen, Streitwegen, Speerschleudern, Steinschleudern, wie wir sie bei uns nennen, die Fletsche bzw. ein Kamikaze-Katapult. Und ich muss hier jetzt nicht mehr Snotlinge sagen, ich muss jetzt Rotzlinge sagen, ne? Also auch ein Rotzling-Kurbelwagen. Das sind alles so ganz tolle Erfindungen, die eigentlich in jede vernünftige Grünhautarmee gehören. Wobei Grüne heute und Vernunft jetzt irgendwie nicht so zusammenpassen. Aber seht es mir mal nach, weil es ist nun mal so, dass wir alle ein bisschen verrückt sind. Vor allen Dingen diejenigen von euch, die auch Grün heute spielen und sammeln und malen und basteln. Und
ja irgendwie schon in ihrem ganzen Leben eine grüne Haut waren. So. Ich würde mir zum Beispiel jetzt für die Grünhäute erstmal selbstverständlich eine Armeeliste machen. Die würde ich erstmal schön ausbauen und danach würde ich mir dann meine Armee zusammenstellen und selbstverständlich dann mit den Sammelböden beginnen. Also ich würde erst einmal nur die Böden bauen, um meine Armee dann später einfach nur da drauf zu stellen. Weil es gibt die ein oder andere Einheit bei meinen Orks und Goblins, die ich wirklich ganz vorsichtig mit einem Skalpell von den Böden schneiden werde und dann selbstverständlich mit akribischer Feinsensibilität auf diese Sammelböden, / die neuen Böden bauen werde. Das Tolle ist, wenn man das macht, hat man einen unglaublichen Schub an positivem Ich-hab-was-erschaffen-Gefühl. Probier es doch einfach mal aus. Nimmt mal eine Einheit, die ihr vielleicht sogar noch nicht mal grundiert habt, ja, die seit Jahren bei euch irgendwo im Schrank liegt, in der Vitrine steht, in irgendeinem Karton ist, packt sie einfach mal aus und baut sie einfach mal auf einen schönen neuen Sammelboden, ne, von für the old world. Ist natürlich jetzt völlig egal, mal was für ein Volk, aber es geht mir darum, mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Ne? Mit Erfolgserlebnis meine ich auch, wenn man eine Einheit, ein Regiment fertig bemalt hat und man stellt die letzte Figur, das letzte Modell so, tada, einfach dann in den Sammelboden. Das ist so dieser berühmte magische Moment, wie ich ihn nenne. Und probiert es einfach mal. Geht mal an eure Kiste, an eure Vitrine, holt mal das älteste Regiment raus, das ihr habt und widmet euch diesem Regiment mal. Und ihr werdet sehen, wie schnell das gehen kann. Um das Ganze natürlich noch besser zu gestalten, nehmt ein Regiment, was ihr auf jeden Fall für The Old World umbauen wollt. Und jetzt, um nochmal auf die Streitmachtsbox der Grünhäute zurückzukommen. Das ist ja schon wieder so ein richtig toller Klopper. Wir wissen auch, dass darin kein Regelbuch enthalten sein wird. Das wissen wir einfach. Wobei ich eigentlich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht sogar ein kleines Regelbuch da reinmacht, wie wir es aus der 7. und 8. Warhammer-Edition kannten, wo halt wirklich nur die Regeln drin waren, so ein bisschen komprimiert, ohne den ganzen Fluff, ohne die vielen Bilder. Ich vermute mal, dass das vielleicht sogar noch kommt. Also die Möglichkeit besteht. Ne? Könnt mich ja gern mal zitieren, eines Tages mal so in der Zukunft, keine Ahnung. Und zwar diese Box, die beinhaltet ja die Möglichkeit, eine 1250-Punkte-Truppe zu machen. Also jede Box, die anscheinend rauskommt, hat diese Möglichkeit. Und sie ist dann auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich mal, auch relativ günstig. Ne? Also wenn ich mir halt überlege, dass ich hier die Khemri-Box habe und die Bretonen-Box und dass man da so um die 200 € ist und wenn man dann die einzelnen Einheiten nimmt und das Ganze mal wirklich hochrechnet und dann plötzlich merkt so, oh, ja stimmt, da spare ich ja in der Masse. Aber das war ja schon immer so. So, ja, also, wie würde ich meine Grünhäute beginnen? Erst einmal würde ich mit einer 600-Punkte-Armeeliste starten. Das schon mal vorneweg. Die würde ich in aller Ruhe einfach mal in den nächsten 1, 2, 3 Wochen machen, während ich bei meinem Hochelfengelände bin. Und da würde ich halt mit reinnehmen, wenn ich mir das jetzt mal so ganz spontan ad hoc aus der Hüfte überlege, würde ich wirklich so ein schönes großes Goblin-Regiment nehmen. Ich würde mal sagen 35 Goblins mit Speeren und Schilden. Das würde, sage ich mal, in der Mitte stehen und mit selbstverständlich mit fiesen Schlitzers drin, ganz klar.
dann würde ich zweimal 20 Goblin-Bogenschützen-Regiment-Darts machen. Und dann zwischendrin würde ich 1, 2, 3, ich würde 4 Speerschleudarts genau zwischen diese Regimenter stellen. Und dann 2 Dinge, die Felsen werfen, also 2 Steinschleudern an die äußeren Flanken. Und jetzt kommt's. Der Knüller, der Knaller. Ich würde 4 Goblin-Streitwagen auf die eine und ein Regiment Wolfsreiter auf die andere Seite machen. Das wäre so meine Traumwunsch-Armee für den Anfang. Und dann würden natürlich die Monster kommen, also die Trolle zum Beispiel und noch ein Riese. Ein Kamikaze-Katapult, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich das einsetzen würde, aber vielleicht schon. Ja, nur dass ihr mal so einen ganz groben Überblick habt, was der olle Balduin aufstellen würde für Regimenter und Einheiten. Natürlich würde ich ganz gern von allem wieder ein bisschen was drin haben, also auch gerade die Snotlinge, Schrägstrich die Rotzlinge. Ich habe ja immer noch hier meine 3 Snotling-Kurbelwagen. Oder Rotzling, Kurbelwagen, daran muss ich mich erst noch gewöhnen an dieses Rotzling-Wort. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob ich es mag. Wahrscheinlich werde ich bei Snotlinge bleiben. Ah, gucken wir einfach mal. Ich glaube, je öfter ich es lesen werde, desto mehr werde ich mich an die Rotzlinge gewöhnen. Im Großen und Ganzen bestehen sie ja eigentlich auch aus Rotz. Und zwar aus Trollrotz. Also, ne, also, egal. Jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, wenn man, also nur wenn man jetzt zum Beispiel dann das Ganze auch noch paart mit schönem Gelände, man macht so schöne Grünhaut, so Glyphen beziehungsweise so Statuen von Gorg und Morg oder so Stammesschnitzereien, ja, also es animiert ja wirklich dazu, dass man wirklich wieder das Schnitzmesser ansetzt, sich die schönen Balsa-Holz-Sachen aus dem Baumarkt holt und dann schöne Sachen sich schnitzt, wie Zäune von einer Grünholz, ne, oder Vorposten oder Beobachtungspostens und Zelte oder Hüttens. Das sind so Sachen, die werden bestimmt bald wiederkommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil es schreit ja förmlich danach, dass man wieder schönes Gelände aufstellt. Siehe zum Beispiel die Warhammer Fantasy 6. Edition, wo in dem Buch man haufenweise tolles Gelände sieht, das einen dazu inspiriert, das auch zu machen. Also jeder von euch, der jetzt da draußen Zwerge spielt, Chaos spielt, Imperium spielt, Chaos spielt, völlig egal, in jedem von euch steckt eine Grünhaut. Ob ihr das nun wollt oder nicht. Ist so. Das habe ich überhört. Ich bin niemals eine Grünhaut. Entschuldigung, das war der Hans Kutz. Der hat wohl irgendwie das mitbekommen. Na gut, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil nicht, dass der Hans Kutz hier noch hochkommt und dann hier ordentlich Ärger macht. Ich wollte jetzt zum guten Schluss für meinen Podcast hier nochmal mitteilen, dass ich definitiv schon bald wieder einen neuen Podcast machen werde, der sich nochmal mit den Grünhäuten für euch beschäftigen wird. Und ich werde mal gucken, dass ich da mal meine Nase in die alten Armeebücher stecken werde. Denn da gibt es einen Haufen schöner Geschichten, Schrägstrich Ideen, die man da sich rausholen kann für sein ganz eigenes Projekt. Zum einen und zum anderen, man hat auch die Möglichkeit, gerade für The Old World, sich ein paar schöne Hintergrundgeschichten auszudenken, weil da sind jede Menge toller Möglichkeiten drin, die früheren Armeen mit den heutigen für The Old World Armeen abzugleichen. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon so im Groben.
Ich wünsche euch, wie gesagt, jetzt einen angenehmen Start in den Tag, beziehungsweise einen guten Morgen, einen schönen Abend, einen guten Mittag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Also, beste Grüße hier von mir, von der Snippleter Spickerschützens oder von Gardak Axtschwinger oder Skrug der Schlaukopf. Ihr merkt schon, ich habe eine Menge verrückter Ideen und auch eine Menge lustiger Vorgeschichten. Ich werde mal ein paar Sachen hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Werft da mal einen Blick rein und diejenigen von euch, die noch mehr von den Grünhäuten wissen wollen, die werden da auf jeden Fall ein paar schöne Links finden. Also, ich hoffe und drücke euch da draußen mal die Daumen für all diejenigen von euch, die ganz heiß auf die Grünhäute sind. Schnappt sie euch, ne? Und wenn ihr damit fertig seid, schnappt euch noch einen. Ist eine Sonderregel von einem Riesen. Und ja, es kann nur grüner werden, weil da Grünholz da besten sind. Also, beste Grüße hier von eurem Hüter der alten Welt. Oder sollte ich besser sagen, wow!